Servus und willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Luca und wir sind am Nürburgring. Ja, man sieht, dass der Augustlauf ist. Wir haben bescheidenes Wetter. Eben hat es noch richtig fett geregnet. Die erste Startgruppe ist auf Regenreifen komplett gestartet, hat beim Boxenstopp allerdings schon auf Slicks gewechselt. Wir sind ja heute mit der blauen Gruppe als zweites dran. Ja, wir warten jetzt hier, wir stehen im Vorstart. Wir haben gerade schon mal das Auto ein bisschen gecheckt, warten gerade noch auf den Gregor, dass er gleich kommt. Wir haben noch fast eine Stunde Zeit, müssen das Auto ja noch warm laufen lassen und sonst was. Wir schauen mal. Jetzt bleibt es hoffentlich trocken. Wir haben neue Slicks drauf und sonst läuft auch alles. Wir drücken die Daumen, dass es so bleibt. Ich sage ganz viel Spaß bei dem Video. Bis später. Benzindruck können wir auch messen. Musst abbauen und dann kannst du hier ungefähr so dran messen. Das ist super. So, ich habe mich jetzt schon mal umgezogen. Der Gregor müsste jetzt so in ungefähr der dritten Runde sein. Und dann ist man zumindest schon mal bereit. Gehen wir jetzt gleich noch mal pinkeln, noch mal ein bisschen Wasser trinken, nicht zu viel. Und ja, noch ist es hier ruhig in der Boxengasse. Ein, zwei Teilnehmer sind immer mal wieder drin, die irgendeinen Defekt haben. Und ja, dann kommen wir jetzt noch mal so ein bisschen runter und dann geht es gleich dann auch schon ins Auto. Der Gregor fährt, wie gesagt, gerade seine Runden. Die Strecke ist aktuell Ideallinie trocken, weitestgehend an sich auch trocken. Aber gerade im Bereich Bergwerk und so weiter ist neben der Ideallinie natürlich noch alles feucht. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ist O8, ja? Karussell raus, dann hoch, gelb, doppelgelb, kurz 60, da also die ziehen sie gerade einen ab, schleppen sie gerade einen ab, das wird also nicht mehr lange kurz 60 sein, aber momentan auf jeden Fall gelb, doppelgelb, kurz 60, ansonsten Full Speed, also geht es trocken, alles soweit. Alles trocken? Ja, natürlich nicht irgendwo fahren, wo man gar nicht fährt, nee, aber prinzipiell aber, ist Ideallinie plus genug Meter ist gut zu fahren. Okay. Alles gut. Top, alles klar. Also Auto sonst, alles gut? Ja, also Auto läuft. Wunderbar. Und damit willkommen zu einer neuen Onboard-Session zu meiner aktuell schnellsten Runde, die ich in der RCN und generell auf der Nordschleife gefahren bin. Ist zwar noch ein bisschen Potenzial drin, wie man später sieht, aber so viel erstmal dazu. Ja, dadurch, dass die RCN momentan, vielleicht auch mittlerweile, ja, in zwei Läufen gefahren wird, die rote und die gelbe Startgruppe, also die, nennen wir sie mal, langsameren oder kleineren Klassen, und die blaue Startgruppe, also die größeren Klassen, die H, die RS und so weiter, ist die Strecke natürlich deutlich freier. Sinn des Ganzen ist erstmal, die Boxengassen-Action etwas zu reduzieren. Aber wo weniger Autos sind, können auch weniger fahren. Das heißt, dass die Nordschleife freier ist. Wir können besser und freier fahren. Das merkt man auch. Ich hatte gar keine Gelbphase. Der Gregor hatte ein, zwei kleinere, wie er mir vorhin ja erzählte. So, wir fahren jetzt hier gerade erstmal die Nordschleife lang auf, wie ich schon sagte, frischen Slicks. Flugplatz schon fast voll. Ich traue mich immer mehr ran, aber ich bin schon... Ich sag mal vorsichtig immer noch, ich weiß ja, wie viel Arbeit dran hängt. Deswegen immer mehr. Schwedenkreuz ist zwar zügig, geht wahrscheinlich auch noch deutlich mehr, aber Stück für Stück rantasten und dann geht das schön aufs Gas, dann zieht er sich rum, perfekt. Jetzt hier anbremsen, wird er leicht unruhig. War diesen Lauf neu, ich weiß nicht, woran es lag, vielleicht nicht ganz die Linie getroffen.
Dann hat er das schon mal, dass der leicht mit dem Arsch wackelt, aber alles kontrollierbar. Jetzt hier die dieses Jahr neu asphaltierte Fuchsröhre runter. Keine Bodenwelle mehr, ganz entspannt, das in den fünften Gang schalten. Flat auf dem Pinsel drauf. Und immer ein bisschen mit dem neuen Körb hier aufpassen ins Adenauer Forst rein. Vierter Gang. Und gleich spitz gerade drauf zubremsen. Dritter Gang. Und rum. So weit, so gut. Wie man sieht, echt entspannt, freie Strecke. Entschuldigt dieses leichte Gerappel hier an der Kamera. Das war das Safety. Also dieses kleine Drahtseil, was die Kamera vor runterfallen oder durchs Auto fliegen schützt, sollte die originale Halterung mal nicht halten. So, jetzt hier Metzgesfeld rein, dritter Gang und rum, immer weiter rantasten, was die Slicks so hergeben. Die AR1, die Semis, die waren zwar echt gut, aber auf Slicks fahren ist nochmal was ganz anderes. Ärgerlich ist auch, dass ein, zwei Stellen, die ich früher mit Semis vollgefahren bin, jetzt aktuell nicht ganz voll fahre, obwohl ich weiß, dass es geht, habe ich diesen Lauf aber schon deutlich weiter rangetraut wieder und fahre jetzt schon deutlich mehr wieder, ja, flott. Jetzt hier Wehrseifen rein, langsamste Stelle der Strecke. Man merkt's. Und jetzt kommen wir Breitscheid runter, Breitscheidbrücke. Ja, vor wenigen Wochen bin ich bei Rad am Ring mitgefahren. Ab da ging es dann hier richtig los. Mit dem Auto ist das jetzt deutlich entspannter, aber jetzt hier Exmühle schön den Punkt treffen und auf dem Gas bleiben, rum. Full Speed durchs Lauder links, was offiziell ja nicht so heißt. Und jetzt kommen wir leider zu einer kleinen doofen Situation, warum ich vorhin sagte, wären vielleicht nur ein, zwei Sekunden drin gewesen. Kleines Missverständnis, kann passieren. Ja, hat nur leider gut Speed gekostet. Kann aber passieren. Jetzt hier also mit weniger Schwung ins Kesselchen rein. Schalten deshalb jetzt etwas später in den fünften. Wobei, wo ich es gerade sehe, doch eine gute Ecke. Aber klar, das hat gut geschwungen gekostet. Ist aber wie es ist. Jetzt voll fokussieren und im Modus bleiben. Vierter Gang und wieder auf den Pinsel drauf. Rum hier. Durch die Mutkurve. Hier nur kurz lupfen und wieder aufs Gas rum. Da sind jetzt einige Stellen hinzugekommen, die ich wieder, ja, wie sagt man denn, nochmal deutlich schneller fahre. Beherzter fahre, wie auch immer. Jetzt hier rein ins Karussell. Zack. Das gibt einen harten Schlag. Sorry ans Fahrwerk. Aber Full Speed. Und wieder Schwung nehmen für die hohe 8. Auch hier jetzt wieder voll durch. Bin ich früher mit den Semis schon in der GLP gefahren, dann irgendwie Anfang der Saison nicht mehr, warum auch immer. Endlich wieder flat durch. Hier der Punkt jetzt, die schnelle rechts geht auch noch flat. Damit wir jetzt hart anbremsen. Links Wippermann rein, rechts rum. Und jetzt gleich in der Senke anbremsen, im vierten Gang bleiben, zack, kurz angebremst, wieder aufs Gas. Blind durch die Kurve durch, die muss man einfach kennen. Ein Lenkwinkel nahezu ins Brünnchen, gut besucht auf den Sonntag. Bisschen raustragen lassen und jetzt gehen wir in den dritten Gang. Und wieder auf den Pinsel durch. Eiskurve auch nochmal eine Ecke schneller geworden, kurz angebremst und wieder aufs Gas. Jetzt merkt man einfach, dass so ganz langsam Lauf für Lauf so ein bisschen Routine hinzukommt, so ein bisschen Erfahrung, kann man vielleicht nicht unbedingt sagen, aber zumindest
man hat das schon mal gemacht und kann sich rantasten. Pflanzgarten im vierten Gang, schön rum. Gehen jetzt in Short Shift, damit ich unten in der Senke nicht schalten muss. Damit ich da beide Hände hier genau am Lenkrad habe. Lassen uns hier durchziehen. Ordentlich Schwung. Hier geht auch noch deutlich mehr. Aber so tastet man sich ran, Lauf für Lauf. Und man fängt ja immer wieder nicht bei Null an, aber zumindest bei, ja, 10% weniger, als man beim letzten Mal aufgehört hat. Ein, zwei Runden muss man doch immer wieder reinkommen. Jetzt hat man ja doch eine relativ lange Pause. Der nächste Lauf ist Gott sei Dank schon Ende des Monats. Das merkt man dann, dass man da schneller wieder drin ist. Dauert jetzt so nicht lange, aber man merkt einfach, dass das noch nicht lange her ist. Und man kann da besser auf die, in Anführungsstrichen, gelernten Sachen drauf zurückgreifen. Jetzt hier schön auf den Pinsel, fünften Gang, einmal nur sagen, Döttinger Höhe, damit er weiß, wo wir sind. Oben haben wir gleich so 220 km/h laut Tacho dran. Als es kühler war, war es mal schneller noch. Dann müssen wir mal gucken, aber so weit geht es. Hier an dem Mustang vorbei, relativ langsam. Und an den, in Anführungsstrichen, Konkurrenten auch aus der H4, die uns fair Platz machen, waren irgendwie langsam unterwegs in ihrer letzten Runde. Nochmal anbremsen für die Hohenrhein-Schikane. Leider nochmal Intervention Car, das passt aber, nochmal kurz vom Gas gegangen. Und dann hier blind rum. Und dann war das schon die letzte Sprintrunde diesen Laufs. Jetzt kommt noch die Auslaufrunde und wir sehen uns gleich wieder. So Freunde, man sieht es vielleicht im Hintergrund, das Auto steht mal wieder am Parc Fermé. Lauf Nummer 5 ist erfolgreich beendet. Wie erfolgreich, das wissen wir noch nicht genau. Der Lauf ist noch nicht wahnsinnig alt. Die Ergebnisse sind noch nicht draußen. Aber das Wichtigste ist, wir haben wieder jede Menge Spaß gehabt. Und der Wagen ist heile. Wir haben uns, glaube ich, auch beide so zeitenmäßig noch mal ein bisschen verbessert. Genau. Noch mal mehr Erfahrung gehabt. Die Strecke war echt geil frei. Das hat richtig Spaß gemacht. Wetter hat gehalten, sah nicht ganz so aus. Du bist am Anfang so ein bisschen im Fisselregen losgefahren. Erzähl mal kurz ein bisschen. Ja, am Anfang war es noch ein bisschen rutschig. Gerade so Stellen, Pflanzgarten, Bellofes, das war noch ein bisschen mutig, da zu fahren oder schnell zu fahren. Hat aber die Reifen ganz gut warm bekommen in der ersten Runde, in der Einführungsrunde. Die war ja diesmal ein bisschen schneller als letztes Mal. Hat aber ja trotzdem ganz gut gepasst. Das definitiv. Später getroffen. Und von daher war es dann okay. War natürlich auch froh, dass dann kein Regen mehr nachkam. Und dann wurde es immer trockener von jeder Runde an, auch an den zwei, drei kritischeren Stellen aus den ersten ein, zwei Runden. Und dann war Feuer frei. Ja, kann ich nur bestätigen. Ich hatte hinterher eine komplett freie Bahn. Und ja, ab und an war mal ein bisschen Kies. Im Pflanzgarten ist einer gerade ausgefahren, in der Arenbergkurve und so weiter. Aber ansonsten ging alles, die Reifen waren neu. Er sagte gerade eben getroffen. Wir haben natürlich am Anfang die Setzrunde. Das heißt, die Zeit, die wir in der allerersten Runde fahren, die müssen wir in dem Fall heute in der achten Runde bestätigen. Plus, minus 10 Sekunden treffen. Ähnlich wie in der GLP, aber nicht gleich. So. Und das meinte er gerade noch. Ansonsten hat es uns beiden wieder sehr viel Spaß gemacht. Wir freuen uns auf den nächsten Lauf Ende des Monats. Jawohl. Wir machen jetzt zu Hause mal wieder eine Bestandsanalyse, was wir noch alles wieder zu tun haben. Und dann sage ich Dankeschön fürs Einschalten, macht's gut und bis zum nächsten Mal.